Du bist bereit? Ja. Dann starte ich mal. Mjad, willkommen zu einer neuen Folge Handcase mit Musik. Fangen wir gleich an. Also Mjad, Basketball oder Eishockey? Basketball. Ich mag auch NBA, auch Euroleague, so wirklich. Ich bin ein Basketballfan und wenn ich gucken kann, ich gucke auch auf die NBA, obwohl manchmal spät ist, aber sonntags kann ich gucken. Basketball oder Handball? Auch Basketball, obwohl ich mag Handball zu gucken, nur wenn Weltmeisterschaft ist oder Europameisterschaft und meine Mutter war Profi-Handballspieler und jeder sagt, dass sie sehr gut war. Deswegen die gemeine Frage, Basketball oder Tennis? Uff, hier sage ich Tennis wegen Djokovic. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Cevapcici oder Schnitzel? Ich sage Cevapcici. Cevapcici oder, jetzt muss ich gucken, ob ich es richtig auswähle, Djuvek? Cevapcici. Cevapcici oder Sushi? Ich liebe das Sushi auch sehr, aber ich sage Cevapcici, weil das ist unsere Tradition. Kaffee oder Cappuccino? Espresso einfach. Dann ist die nächste Frage schon. Espresso oder Isotrink? Espresso, oder? Isotonisches Getränk? Also Iso, dann Iso. Skat oder Mensch ärgere dich nicht? Mensch ärgere dich nicht. Mensch ärgere dich nicht oder Linienschießen? Linienschießen. Linienschießen oder FIFA spielen? Linienschießen, weil das ist schon unsere Tradition geworden. Wir spielen das schon lange und auch jetzt mit Ball und macht wirklich Spaß für uns. Jetzt kommen wir zu einer Interaktion. Ihr fangt ja immer an beim Linienschießen, macht es mit Schere, Stein, Papier, wer anfängt meistens, ne? Ja. Ab und zu. Das ist immer erste. Okay, wir spielen Schere, Stein, Papier gegeneinander. Wer als erstes zwei hat? Fangen wir an. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ich hab Schere. Nochmal. Shing, Shang, Shong. Okay, nochmal. Shing, Shang, Shong. Jawohl. Ich hab nochmal Schere. Okay, 2-0. Deswegen fange ich immer an. Ich bin sehr schlecht. Kommen wir zum Urlaub. Mykonos oder Mailand? Mykonos. Weil ich liebe so im Sommer dort zu gehen mit meiner Frau und jetzt auch mit meinem Sohn werde ich dort gehen, wenn wir dort fliegen können. Ja. Mykonos oder Ibiza? Mykonos. Und Mykonos oder Malediven? Mykonos im Sommer und Malediven im Winter. Das klingt nach einem Plan. Trebinje oder Novi Sad? Schwer, aber ich sage Trebinje, weil ich bin nicht dort geboren, aber meine Familie kommt aus Trebinje und ich war auch dort ab 5. Jahr bis meine 15. Jahr und bin dort in Schule. Ich war dort in Schule, habe viele Freunde dort und wenn jemand mich fragt, woher kommst du, ich sage immer Trebinje, obwohl ich nicht da geboren bin. Mhm. Trebinje oder Spartak Subotica? Schwer, weil mein Vater dort Trainer ist in Spartak, aber trotzdem Trebinje ist mein Stadt. Trebinje oder Eintracht Frankfurt? Ich bin schon lange hier und das ist hier wirklich für mich wie zweite Heimat, aber erste Heimat muss immer am ersten Platz sein. Konditionseinheit mit Niko Kovac oder Krafteinheit mit Martin Sporer? Kondition mit Niko. Mit Martin zu viel Kniebeuge, mit 100 Kilo. Und ich habe selbst 60, bitte. Dejan Jovilic oder Ante Rebic? Ich will nicht zwischen zwei Leuten entscheiden, alle sind meine Freunde. Aber Ante kenne ich ein bisschen länger. Aber der hat sich auch gezeigt wie eine super Junge. Mirat, summe doch mal oder singe, je nachdem, was du besser kannst, dein Eintracht-Lieblingslied oder was du öfters mal im Ohr hast. Ich kann nicht singen, aber Frankfurter Jungs vielleicht. Frankfurter Jungs, okay. Wer ist denn der schlechtere Verlierer? Marian Chava oder Mirat Gacinovic? Mirat Gacinovic. Wer ist der schlechtere Verlierer? Bei Marian gibt es nicht so viele Emotionen. Wer ist der schlechtere Verlierer, Mirat Gacinovic oder Philipp Kostic? Ich sage vielleicht Kostic. Und er kann sagen, warum. Okay, wer ist der schlechtere Verlierer, Philipp Kostic oder Ante Rebic?
Wow. Ich denke, die zwei sind beide sehr schlecht, sehr schlechte Berliner, und ich finde das sehr gut, weil jeder von uns will immer gewinnen, und das ist sehr positiv. Keiner von uns so. Aber ich weiß nicht, von den zwei ist schwer zu entscheiden, wer schlechter Verlierer ist. Aber ich finde das sehr positiv, wenn jemand schlechter Verlierer ist. Wenn jemand unzufrieden ist, wenn er verliert. Weil deswegen spielen wir das immer, weil keiner will verlieren, und deswegen macht so viel Spaß. Ja, sehr ehrgeizig. Miat, Flasche geben oder Baby schlafen legen? Meine Frau stirbt immer noch. Und Baby ist nie großer Fan von Flasche, deswegen zweite. Baby schlafen legen oder Windeln wechseln? Windeln wechseln. Windeln wechseln oder Babywagen schieben? Babywagen, klar, ist viel einfacher. Sechser oder links außen? Links außen. Links außen oder rechts außen? Links außen. Links außen oder Zehner? Zehner. Zehner oder hängende Spitze? Ist ja fast das Gleiche. Aber hängende Spitze. Ja, aber trotzdem hängende Spitze ist noch ein bisschen offensiver. Traumtor in Rom oder Relegationstor in Nürnberg? Oder beziehungsweise gegen Nürnberg, muss man sagen, nicht in Nürnberg. Ja, hier, Relegationstor in Nürnberg, weil viel wichtiger war, obwohl Tor in Rom war am schönsten bis jetzt in meiner Karriere. Relegationstor in Nürnberg oder Tor im Pokalfinale? Für jeden Fan sicher Tor im Finale, aber für mich sage ich Tor in Relegation, weil ich finde es wichtiger, obwohl klar von Emotionen und alles ist nur mein Tor in Berlin. Mhm. Aber wichtiger finde ich für alle von uns war Tor in der Relegation. Tor in der Relegation oder Europa League Vorlage zum 1-1 gegen Chelsea? Top für Relegation, weil wir haben dann verloren. Nicht verloren, aber wir sind nicht weitergekommen, und deswegen. Apropos Tor, zeig uns mal deinen Torjubel, soweit es geht zumindest. Ich muss sagen, Beine. Genau. DFB-Pokalsieger 2018 oder serbischer Pokalsieger 2014? DFB-Pokalsieger. DFB-Pokalsieger 2018 oder U19 Europameister 2014? Wieder DFB-Pokalsieger, aber nächste Frage ist sicher zwischen Weltmeisterschaft und U20 Weltmeisterschaft ist etwas Größte, was ich bis jetzt in meiner Karriere erreicht habe und mit meinem Land, und war wirklich was Besonderes, auch so wie mit Frankfurt, wie mit Eintracht Pokalsieger, aber das war, weil wir waren sehr, sehr lange zusammen, und wir haben für unser Land gespielt, und dass du mit Serbien Weltmeister bist, ist, ich denke, noch schwerer als mit Eintracht Pokalsieger. Das kann ich mir vorstellen. Fürs Land ist natürlich schon was sehr, sehr Besonderes. Zeige mal, was du für Eintracht empfindest. Das ist die Abschlussfrage. Ich habe das von David gesehen. Aber ist okay, oder? Sehr schön. Miat, vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, bitte, Matthias. Bleib gesund. Ciao, ciao. Bis bald, hoffentlich. Bleib gesund. Ciao, Matthias.